Willkommen zurück zum nächsten Teil zu Confrontation. Und ihr wisst, wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben. Bei den blauen Flammen haben da zum Ende nochmal zwei schnelle Gegner gelegt. Die sehen uns hier auch gar nicht, sehe ich gerade. Da können wir nämlich auch hier schön unseren Angriff planen. Und da legen wir auch sofort los. Wir sind in einem neuen Unterkapitel. Und ich bin gespannt, was uns hier jetzt noch alles erwarten wird. Es wird immer heftiger. Die Gruppen sehr schwer mittlerweile alles. Ich hoffe, ich komme zügig vorwärts, dass ich euch auch ein bisschen was zeigen kann. Dass wir uns hier mit den Kämpfen nicht allzu lange aufhalten. Aber das sieht ja hier schon mal gerade sehr gut aus wieder. Jawohl, hier gab es auch gleich einen Stufenanstieg. Und dann geht es auch hier direkt weiter. Und immer das Zwischenspeicher nicht vergessen. Oh, hier drüben ist ein Autosave-Punkt, sehr geil. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Das müsste auch der rote Punkt auf der Karte sein. Hier mal die Verbindung vermutlich zu unserer Karte, zu unseren Punkten, wie wir vorher gelaufen sind. Und jetzt suchen wir uns erstmal unseren Autosave-Punkt hier. Es gibt nochmal ein paar Pünktchen. Ich bin bereit. Na, auf geht's hier rein. Jawohl, hier gab es noch ein paar Punkte, ihr habt's gesehen. Oh, da geht's doch gleich weiter. Und da stehen auch schon die nächsten Gegner. Verdammt. Ich hoffe, es bleibt jetzt nur bei dem einen. Ich springe da erstmal drauf. Da stehen natürlich noch welche hinten dran. Was haben wir da? Rudelführer und eine Sibylle. Wir nehmen uns gleich mal die Sibylle vor. Hier kommen alle darüber, ey. Verdammte Scheiße, ey. Komm, renn da, ja. So, der hat sie sich geschnappt. Jetzt ballern wir hier natürlich erstmal rein. Vestalin, so, hier ein Stolperschuss. Ich weiß nicht, hat er eine Provokation? Der hat eine Provokation auf sich. Wie soll es anders da sein? So, los geht's. So, der liegt schon mal. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die schnellstmöglich da runterballern. Landes rücke ich ein Stückchen vor. Der liegt. Wunderbar, ey. Läuft. Jawohl, ey. Jetzt geht's aber wieder ab hier. Komm gut durch. So. Genial. Das haben wir ruckzuck geschafft. Sah gefährlich aus, wie es denn im Endeffekt dann doch war. Da geht's ja gleich mal. Nächster rote Punkt. Nächste Gegnergruppe. Scheiße, ey. Da bin ich natürlich noch ganz schön angeschlagen jetzt hier. Die werden mich schon gesehen haben, gehe ich davon aus. Nee, die bewegen sich noch nicht. Ich gehe mal ein Stück zurück. Da lasse ich mich lieber noch kurz hochheilen. So. Hier hin mit Darius, hier hin mit Dalon, dass die zwei hier hinten stehen. Das machen wir schon längere Zeit so. So, was haben wir jetzt hier? Rudelführer, Reißzahn. Noch ein Stück vor. So. Vestalin und Sibylle. Das sind natürlich unsere Primärziele. Da müssen wir hin zu denen. Los geht's. Alter, das sind dann doch mehr. Ja, da geht gerade gar nichts, hätte ich mir eigentlich denken können. So, mit denen hier. Schuss, was steht hier noch? Da ist ein Drecksorakel. Den müssen wir auf jeden Fall platt machen. Stolperschuss. Los geht's. So, der liegt schon mal auf der Nase. Alter, ey, sind die voll jetzt hier mit irgendwelchen Zeug. Reinigo. Ich probier's mal. Zack. Fuck, jetzt kommen hier welche rüber. Kahn. Da können wir noch einen Schuss setzen. Machen wir auf Sibylle. Scheiße. Kriegen wir da die Heilung noch drauf? Natürlich nicht. Ey, scheiße, Darius liegt. Kahn muss hier weiterballern. Das hat hier keinen Sinn.
Ich brauche hier die Provokation, sonst gehen die mir hier drauf. Okay, das hätte ich. Der geht auf Sibylle, kommt er durch. Muss ich gucken. So. Jawohl, das hat funktioniert. Aber der hat auch keine Zaubersprüche jetzt mehr. Khan, was können wir mit Khan anstellen? Können wir mit auch großartig nichts machen. Die Bombe kann ich nicht werfen, verletze ich meine eigenen Leute, kann ich keine einwerfen. So, mal gucken. Haut er auf mich drauf oder kann ich mit Landes aufheben? Gut, die konzentrieren sich auf Dalon, das ist schon mal ganz gut. Da kann ich zeitgleich Darius aufheben. Okay, der steht. Da können wir jetzt eine Heilung ausflammen. Zack, jawohl. Und dann können wir den jetzt uns vornehmen. Jawohl. Okay. Fett. Haben wir gut hingekriegt. Geil. Aber die Gegnergruppen, ey, das ist mittlerweile so viel. Ich muss mich kurz noch mal so mal durchgucken, ob da überall die Cooldowns halt runter sind. So, da auch jetzt, da auch. Okay, und Quicksave. Ja. Stopp. Ach, wo rennt der jetzt hin hier, Junge? Hier rüber. Wir gehen erstmal hier rüber, Richtung unseren Wegpunkt aufsuchen. Oh, da kommt Zwischensequenz. Soll das schon sein, was wir da aufsuchen müssen? Sieht fast so aus. Da ist ein Durchgang, hier ist ein Gang. Aber das führt alles hier rüber. Dann gehen wir mal einen Schritt vor. Ja, wollen wir mal gucken. Da kommen welche. Jetzt die Frage. Wenn wir hier drauf gehen, kommen da noch mehr? Ich gehe erstmal drauf auf den. Ja, die gehen auf den drauf. Gut. Dann nehmen wir uns vor den. So. Können wir hier noch unsere Zaubersprüche alles raushauen? Und hier jetzt Vollstoff. Blutsräuber. Was nehme ich? Na, ich nehme den Vestalin. Dann machen wir den Stolberschuss auch für den, weil der ungedeckt ist und draufschlagen kann. Scheiße, da kommt noch einer. Nicht genug Ausdauer, das ist ja auch geil. So, aber die stehen im Moment gut. Die zwei ballern gut von hinten. So, der liegt schon mal. Dalon muss ich die Provokation holen, und zwar von dem. Gut. Das hätten wir auch. Gibt es dann gleich einen Schuss? Das sieht auch ganz gut aus. Der ist da. Der liegt auch. Den müssen wir doch auch kriegen, jawohl. Verstanden. Genial. So. Das ging ja dann doch schneller. Aber wir gehen erstmal hier hinten rum, bevor wir jetzt da durchlaufen. Dass wir dann noch von hinten angegriffen werden. Hier ist ein Orakel. So. Dann nehmen wir uns das doch mal vor, das Orakel. Zack. Der ist schon mal gestunt. So, dann machen wir hier Kick und dann Schuss hinterher. Stolperschuss, eher gesagt, kein Kick. So, dann liegt er auf der Nase. Zack. Und da ist er platt. Ich bin bereit. So. Formation hier. Da sind die nächsten. Den nehmen wir uns auch vor. Einsamer Wolf. Hä? Was machen die denn jetzt? Ich bin bereit. Scheiße, der rennt da hinterher. Das muss ich mal gucken, da ich das löschen kann hier.
Jetzt rennt er da jetzt rein, verdammte Scheiße. Dahin. Genau, umdrehen. Okay. Und laufen wir den Weg hier nochmal ab. Dass wir da alles drumherum haben. So, hier mal die Kartenverbindung, ihr seht es auf der Karte. Da scheinen dann auch jetzt keine weiteren Gegner mehr zu sein. Dann können wir jetzt hier wieder vorlaufen. Dann gehen wir jetzt mal hier rechts rum. Da kommen welche. Mindestens einer sehe ich da jetzt. Nice. Was ist das denn jetzt hier? So. Ich denke mal, der Weg wird zu weit sein. Ach Gott. So, noch einmal. Zack. Den anhüpfen. Ja, der hat natürlich eine Provokation. Was ist das denn jetzt? Warum rennt Darius? Also manchmal verstehe ich die Steuerung nicht. Den müssen wir ja so eigentlich wegkriegen. Ach Gott, so, hier, durch jetzt mit dir, Dalon. So, nach vorne. Ich bin bereit. Das sieht mir fast so aus, als sind wir hier in dem Bereich, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Der Wegpunkt zeigt es ja auch an. Oh oh. Ich bin bereit. Ja, Scheiße, ey. Was war das denn jetzt? Irgendwelche, die unsichtbar sind. Auf jeden Fall dem erstmal einen verballern hier. Und der kriegt einen Stolperschuss, da kommen noch mehr. Pirsche, Östalin. Da geht es erstmal auf den Östalin. So, Scheiße, da kommt noch einer im Hintergrund. Ja, die haben beide Provokationen da auf sich. So, der liegt. Macht erstmal die Heilung schuld. So. Sprung. Nicht genug Ausdauer, genial. Das hab ich nicht. Komm Junge, greif an jetzt. So. Stufenanstieg gab's da. So, ich lasse mich auf jeden Fall hier kurz hochheilen. Stufenanstiege rein, ob es da was gegeben hat, was wir noch schnell einsetzen können. Ne, hier auf jeden Fall nicht, Darius. 2 Verfassung, 2 Lebhaftigkeit. Mache ich Nummer 2 auf die Verfassung. Landes Stärke könnte er anheben, Geschicklichkeit und Weisheit. Da machen wir die Weisheit etwas höher. Das müsste dann den Heilungszauber noch mal ein bisschen mehr stärken. Gut. Dann bin ich auch hier wieder am Ende des Teils. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich mache hier natürlich weiter. Ich bin gespannt, was hier auf uns zukommen wird. Schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Und Bewertungen, Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Ganz klar. Und natürlich sage ich wie immer, bye bye, euer Wulfgar.